Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Freizockt, Fußball Manager 14 im Mikromanagement ohne Stärke und mit ab und zu Talent in der Regionalliga Südwest beim Wormatia Worms. Viele, viele rote Icons schauen uns hier entgegen und wir ignorieren sie einfach. Warum? Weil wir es sowieso nicht besser können. Ich meine, wir sind eigentlich so gut wie pleite und das, obwohl wir eigentlich gut Geld verdienen. Und was will man machen? Es ist halt einfach ein Drama. So, der fällt aus. Das freut uns natürlich sehr. Die Mail beheben wir aber erstmal auf. Und wir sind mitten im Training und wollten hier den Trainingsplan mal anschauen. Das hier ist, soweit ich weiß, die offensive Gruppe. Dann ist das hier wahrscheinlich die defensive Gruppe. Wo ich nicht wusste, wie man defensiv schreibt. Ja, es war spät. Da vergisst man sowas mal. Dann haben wir hier die Torhütergruppe. Zu gewissen Uhrzeiten sollte man einfach nichts mehr aufnehmen. So, und die zweite Mannschaft bin ich wirklich am Überlegen, was wir denen für ein Trainingsziel geben. Ach, geben wir eine Abwehr. Was soll's? So, gucken wir, dass das auch stimmt. Aha, mag dir was? Das stimmt gar nicht. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Nee, falsch rum. Die Offensiven gehören hier drin. Wir haben mit den Offensiven defensiv trainiert. Genau, wir haben mit den Offensiven... Oh Gott, ja. Da brauchen wir uns nicht wundern. Kommt davon, wenn man es andersrum macht, wie man es jahrelang gewöhnt ist. So einfach geht's. Nein, nicht Torhütertraining. Mein Gott. Offensiv. Dann hier, der soll Torhüter. Ja gut, das passt. Und zweite Mannschaft, jo, passt auch. So, jetzt haben wir die Trainingspläne auch mal richtig. Schön. Dann ist es wenigstens mal so, dass die Offensive offensiv trainiert und die Defensive defensiv trainiert. Ansonsten haben wir hier große Baustellen vor uns. Er hier verhandelt, er hier verhandelt. Meine Nase juckt. Ich kämpfe gerade dagegen an. So, übel, übel. Der beobachtet Offenbach. Wir bräuchten noch einen Scout, aber wir haben natürlich kein Geld mehr für einen weiteren Mitarbeiter. Wir haben überlegen, ob wir einen Jugendtrainer, einen Fitnesstrainer, einen Torwarttrainer, nee, die können wir nicht rauswerfen. Okay, nein, die entlassen wir nicht. Wenn der 26.000 kostet, wenn ich ihn entlasse, kann er auch arbeiten für 18.000. Ja, ich weiß es nicht, Leute, was ich noch machen soll hier. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen ganz, ganz viel Geld. Nochmal. Unterschreiben. So, wir haben noch freie Banden und wir nehmen langsam Geld ein, das ist doch schön. Das ist doch schön. So, was haben wir sonst noch? Merchandising, da nehmen wir auch noch Geld ein. Das haben wir letzte Woche verkauft. Wir können leider nichts erforschen. Ja, dafür ist unser Vereinsgelände nicht groß genug. Im Finanzbereich, ja, da wurde mir irgendwie geschrieben, nee, den Investor, den kannst du halt immer wieder mitnehmen. Also meine Information war, einmal pro Karriere. Und eine Karriere ist für mich ein Spielstand, also einmal in einem Spielstand. Also dass das jetzt bei jedem Club gehen würde, also wenn ich für einen Wechsel wieder beim nächsten Club wieder nutzen könnte, das wäre mir neu. Aber gut, ich meine, vielleicht ist ja ein Bug und es geht immer wieder. Oder vielleicht wissen die auch selbst nicht, was sie geschrieben haben. Und machen es trotzdem anders. Alles schon erlebt, in vielen Spielen schon erlebt. Deshalb einfach keinen Kopf machen. Wieso?
Ich mag ihn trotzdem nicht, einen Investor. Und deshalb werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht benutzen. Weil mit Investor zocken, ich weiß auch nicht. Da wird die Kohle in den Arsch geschoben. Ey, will ich nicht. Arbeit lieber selbst. So, machen wir mal ein paar Tage weiter hier. Vielleicht schaffen wir es ja noch. So, jetzt wird es langsam eng. Wir wollen ja eigentlich 55.000. Da können wir eigentlich fast gar kein Angebot mehr machen. Keine Ahnung. So, und es wird hier kräftig weiterverhandelt und wir drücken einfach durch, weil ganz im Ernst, was haben wir großartig zu machen, außer Golf spielen und segeln lernen. Und zwischendrin mal ein paar Verhandlungen führen. Das Training machen die andere. So, Ablösesumme, was ist denn das da? Franz Hillebrand, Moment mal, das ist aber doch ein Einsatzspieler, oder? Alter Schwede, das geht mir so auf den Keks. So, Darmstadt 50.000. Nee, wir wollen 55.000. So, dann ist schon mal die Ablöse gescheitert. Die für einen Hauer ist dummerweise nicht gescheitert. Sie bezahlen 55.000, wenn sie ihn übernehmen. Hm. Den Stürmer gebe ich nur ungern her. Ich gebe es offen zu. Der ist wenigstens einigermaßen brauchbar. Wenn er jetzt noch vom Spiel wechselt, kriege ich die Krise. Ich brauche den in dem Spiel. Wir haben dann wohl noch, oder? Komm, gib die Mails. In 2 Wochen schließt der Transfermarkt. Jawohl, mit Erfurt ist die Vertragsverhandlung vom Hauer schon mal gescheitert. Das ist sehr schön. So höchster Formgewinn hat er hier. Dann mal ein Spielergespräch sagen, hast gut trainiert. Das hören die gerne, das hören wir auch gerne. Gut trainierende Spieler mögen wir alle. Die Frische kommt hoch, das ist sehr schön. Wenn die Frische wieder da ist, wo sie hin soll und nicht da, wo wir sie beim letzten Spiel hatten, dann haben wir auch eine Chance zu gewinnen. So, jetzt bin ich gerade mal am gucken, wie lange geht der Pate. Super, kriegen wir noch hin. Dann würde ich sagen, machen wir hier gerade nochmal so ein schnelles, genau, haben wir schon. Dann gerade mal hier in die Taktik reingucken. Das passt eigentlich, ein schnelles Spiel. Die haben auch wieder nur einen Stürmer. Das ist natürlich, ich mag das nicht, gegen die zu spielen, wenn die nur einen Stürmer haben. Ich glaube, wir erhöhen mal einen Einsatz grundsätzlich ein bisschen. Bin am Überlegen, ob wir heute mal mit Schanz anfangen sollen. Aber Paulus, na. Schanz ist sogar jünger. Und Paulus verhandelt ja auch. Der will ja wahrscheinlich auch weg. So, Christmann ist wieder da, sehe ich gerade. Bringen wir den natürlich für einen Boller. Und aktivieren wieder die Distanzschüsse. Weil ich glaube, da war doch was, oder? Der kann Ball halten. Hatte der nicht Distanzschüsse? Der hatte Distanzschüsse. Aktivieren wir einfach gar nichts. Wird schon passen. Haben wir eigentlich einen Sturmtank? Auch nicht wirklich. Ja, ich habe mir den Gameplay-Patch übrigens mal angeguckt, aber dazu vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir es gleich spielen. Ich müsste alles haben, oder? Siegprämie können wir keine ausschütten, wir haben kein Geld. Oh. Ja, dann müssen wir im Auswärtstrikot spielen, weil die zu Hause eben mit einem roten Trikot spielen. Und Saison bisher ist für beide schlecht, die Form ist von uns ein bisschen schlechter. Aber wir sagen, ja, gebt euer Bestes.
Ja, da wurde ich gerade abgelenkt. Tut mir leid. So, ja, was haben wir vor? Aber wir wollen halt hier den Kick einigermaßen erfolgreich über die Bühne bringen. Oha. Ja, ich habe einen Gameplay-Patch, habe ich mal getestet. Ich habe den mal runtergeladen, habe den mal installiert. Der ist ja ganz cool. Also die spielen viel öfter mal zurück und mal quer und so, aber dummerweise auch vorm Tor. Das hasse ich wie die Pest. Wenn ein Stürmer vorm Tor steht und spielt nochmal einen Ball zurück. So, das ist mir sowas hier schon lieber. Pom. Da ist er drin. Der Nicolas Christiansen. Kaum wieder eingewechselt, zweite Minute. Tor. So muss das sein. Angenommen hier mit der Brust und abgezogen, Volley. In Winkel. Chancenlos, der Keeper. Sagen wir mal, mein Grad hier, ich hätte einen Gameplay-Patch auch hier drin. Die spielen ja genauso. Naja, nee, die spielen schon ein bisschen mehr Vortrieb hier. Finde ich ehrlich gesagt aber auch gut, mehr Vortrieb. Ne? Also ich fand das furchtbar vor ihm. Hält er den fest hier? Kevin Frank kriegt die gelbe Karte in der 12. Minute. Das ist natürlich nicht schick, aber der ist uns ja schon öfter aufgefallen, dass er mal Fouls macht. So, Wölk kommt raus, hatten direkt. Abschläge müssen wir wohl noch ein bisschen üben. Geier! Christiansen, Hauer! Der zieht ab und wow. Beinahe wäre er noch reingedotzelt. Beinahe Torwartfehler. Wow! Also, hat sich das im falschen Ordner installiert? Ist da ein Gameplay-Patch drauf jetzt oder nicht? Das ist immer so verwirrend, weil also für mich sieht das Spiel hier fast genauso aus wie das vom Gameplay-Patch. Das ist irgendwie ein bisschen crazy. Na gut, die spielen nicht so viel zurück. Es war ja ein Drama, wie oft die da zurückgespielt hatten in dem Gameplay-Patch. Also es war ja mehr zurückspielen wie nach vorne spielen. Vor allem, wenn ein Stürmer vom Tor steht und Ball nicht drauf schießt, sondern querlegt oder was doch immer macht. Hui. Guti, das Spiel läuft aber, wie es aussieht für uns. Ich bin am Überlegen, ob wir am 1 zu 0 festhalten sollen, ob wir noch einen drauflegen. Aber ich glaube, wir legen noch einen drauf. Das passt schon. Thomas Hauer, voll abgezogen, volle Kanne reingeknallt, das Ding. Volley genommen. Da kommt er in die Lücke, der Ball kommt zu ihm, er zieht ihn ab und peng. 2-0 für uns. Ja, wenn da keine richtigen Bundesliga-Profis mitspielen oder welche dies nächste Saison sind, dann sieht das Ergebnis für uns schon ein bisschen brauchbarer aus. Weil wir haben ja eine starke Mannschaft, wenn die auch frisch genug ist. Ui, ja, gelb. Und rot. Das war wieder der Frank. So, Innenverteidiger Bohlen kommt für Christiansen. Was ist denn? Warum kann ich denn nicht mehr einwechseln auf die Position? Das ist ja ein Drama. Die haben was haben die denn hier alles gepatcht? Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch auch verändert, ja? Ich kann nicht mehr das, also. Ich kann nicht mehr auf die Stelle wechseln von einem, der vom Platz gestellt wurde, selbst auf dem Platz nicht. So, Laufwege müssen wir natürlich ein bisschen anpassen. Ansonsten passt's. So, dann hoffen wir, dass das gut geht mit einem Stürmer. Das ist schon bescheuert hier, dass der Innenverteidiger sich da jetzt gelb-rot abgeholt hat. Fällt uns auch im nächsten Ligaspiel noch aus.
Ich hoffe nur, der Bohlen kann die Lücke füllen. Freistoß, der kommt zu uns. Das ist gut. Geier, Schanz auf Weißweiler, Weißweiler auf Hauer. Und der wird gefault. Und das müsste Freistoß geben. Zentral, wer schießt hier eigentlich bei uns? Ja, das war übel. So, wer schießt die bei uns? Hauer. Macht der auch irgendein anderer mal was oder macht alles unser Hauer? Wow, Glück gehabt. Ja, das richtige Training, die nötige Frische und dann sieht so ein Ergebnis schon ein bisschen anders aus. Ich hoffe, das können wir so halten. Geht natürlich mal jetzt in die Halbzeitpause. Ja, lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen, ist schon mal ein guter Ansatz. Dann vielleicht noch ein bisschen Spieler motivieren, dass die entsprechend gute Noten abliefern und vielleicht noch ein bisschen hier Spieler durchkneten, dass die eben noch ein bisschen Frische kriegen und dann würde ich sagen, können wir schon wieder rausgehen. Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ob wir das Ergebnis halten können oder ob es wieder zwei Wundertore hier vom Gegner gibt. Sehr schön, der geht uns aus. Boah, voll die Linie entlang hier. Hauer, wow. Und Hauer nimmt ihm den Ball ab. Wird gestört. Und das ist ein Foul. Cool. Das heißt ja dann, wir haben schon wieder einen Freistoß. Ja, Befreiungsschlag Konter wollten sie spielen, aber nee, nicht mit uns. Oh, die halten jetzt aber richtig drauf. Die geben jetzt richtig Tempo und das war wieder ein Foul. Oieieiei. Die faulen aber auch, na gut, das liegt daran, die haben natürlich nicht so die Talentstärken. Die können nicht so, wie sie wollen. Also, versteht ihr, was ich meine? Guck mal, wie schnell da unser Schanz ist im Vergleich zu dem Abwehrspieler von denen. Sehr schön gespielt hier in die Mitte. Und schön raus auf Schanz. Und wieso war der Ball aus? Den habe ich schon noch gesehen. Die Linie ist hinter dem, was ich sehe. Ey. Sehr schön in die Mitte. Hauer, Fernschuss. Aber der Torwart hält. Weißweiler mit einem guten Pass, aber kann nicht verwerten. Und wow, Bohlen räumt ihn hier voll weg. Weißweiler, der andere berappelt sich noch. Weißweiler gibt den Ball nicht auf. Weißweiler, Wahnsinns-Dribbling, Flanke, Hauer im Kopfball und leider übers Tor. Alter Schwede, da fällt dir nichts mehr ein. So, Hauer, weg ist der Ball. So, Schanz, Wahnsinnslauf hier über die Außenseite und dann wird er gefoult. Ja, und der weite Ball, der kommt nicht an. Vor allem war der gut gedeckt da, der Typ. Ich glaube nicht, dass der Ball ihn erreicht hätte. So, wir haben mit Hillebrand den Ball. Schanz trippelt nach vorne, schießt ein Wahnsinns... Was war denn das? Schuss, Flanke, keine Ahnung, irgendwas dazwischen. So, und Weißweiler. Guck mal, wie schnell der ist. Der hängt den ab. Weißweiler. Wahnsinns-Dribbling, Wahnsinns-Lauf und dann einfach auflaufen lassen. Schiri sagt, nö, war nicht. 82. Minute. Ich bin am überlegen, Weißweiler ist ziemlich runter. Ich würde sagen, da bringen wir mal Paulus. Und... noch einen Wechsel haben wir, ja. Da würde ich sagen, für einen Geier bringen wir noch einen Christiansen. Da können die sich mal ein bisschen erholen. Und die anderen, die sollen mal weitertreten hier. Wir können die Wechsel hier locker bringen. Die nehmen ein bisschen Zeit von der Uhr. Ist eine gute Sache. Wir führen ja. Und Paulus wird gefoult. Die treten aber auch rein da, die Jungs. Was denn das hier? C-Klasse? Wow, der kam gut.
Ja, Befreiungsschlag ab zum Gegner und da wieder Befreiungsschlag und jetzt komm, jetzt haut mal das Ding weg. Sehr schön, auf Hauer und zurück auf Schanz, aber naja, war nicht so. Und da pfeift der Schiri ab, wir gewinnen 2-0 gegen Kickers Offenbach, das ist natürlich eine super Geschichte. Da können wir uns freuen, da haben wir schön gewonnen. Und unsere ersten 3 Punkte der Saison eingeholt. Ah, sie brauchen doch nie weggehen. Die steigen nächstes Jahr doch sowieso mit uns auf. Dann verdienen sie auch mehr Geld. Schön angenommen und dann Press abgezogen ins Tor. Also ich weiß nicht. Braucht man ein Gameplay-Patch? Ich weiß es nicht. Ich hab so den Eindruck, das ist super. Da auch die Spiele nach außen, dann kommt die Flanke und die kam gar nicht schlecht. Guckt euch das mal an. Im Prinzip Torwart ein bisschen weiter hinten. Hätte sogar ein Kopfballtor geben können. So, insgesamt Weißweiler, bester Spieler auf dem Platz. Ja, habe ich auch so gesehen und wir haben natürlich gewonnen. Das freut uns sehr. Und damit sind wir auf Platz 8 wieder nach vorne gerückt. Stimmen... Egal, so, Spielstatistik hat es einer geschafft von uns. Weißweiler hat es geschafft von uns. Der ist in der Mannschaft des Tages. Freut uns natürlich. Teamleistung 3,3 ist natürlich nicht so der Bringer. Also ich hätte schon ganz gern bessere Noten. Aber nichtsdestotrotz, hier Christiansen, ein Tor, vorne dabei, Position 11, Hauer ein Tor, Platz 13, Geier ein Tor, Platz 21. Fair Play, ja, der Frank, der kassiert mir ein bisschen viel Karten im Moment. Der ist oben dabei bei den unfairsten Spielern der Liga. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Ansonsten hier deutlich haben wir hier sogar den besseren Spieler mit Leo Schanz mit 11.000 Marktwert gegen den hier mit 2.100 Marktwert. Also ich glaube, bei denen ist keiner dabei, den wir haben wollen. Sagen wir es einfach mal so. So, Sieg. Gewinnen Sie ein Pflichtspiel. 6 Managerpunkte, die helfen natürlich. Mit 2 Toren ist natürlich auch super. Nummer 12 Managerpunkte. 11 des Tages, Nummer 12 Managerpunkte. Alter, hier geht's ja ab. Weiße Weste, weil wir 0 Tore absolviert haben, mit 0 Toren gewonnen haben. 6 Managerpunkte. Kommt noch was? Sieg in Unterzahl, weil wir vom Platz gestellt wurden. 18 Managerpunkte. So, hat das Drama ein Ende. Sind wir aufgestiegen? Und die Angebote, es geht weiter mit Angeboten, mit Angeboten, mit Angeboten, mit Angeboten. So, der erzielt sein erstes Tor und können wir dem irgendwie was sagen? So, super, herzlichen Glückwunsch. Nö. Schade. Hätte ich jetzt gern gemacht. So, können wir Weißweiler, können wir den loben? An dem können wir wenigstens sagen, du hast gut trainiert. Wenigstens etwas. So, 3 Moralpunkte gewinnt er. So, dann müssen wir natürlich mit ihm hier verhandeln. Und mit ihm natürlich auch. Schade, schade. Hillebrand. Das ist einer der wenigen, denen ihr Vertrag nicht ausläuft. Das ist doch ein Witz. So, minimale Ablöse. Wieso ist die minimale Ablöse überall unter Marktwert? So, jetzt soll's wieder passen. Ist ja ein Drama. Ich habe irgendwie den Eindruck, da mengen irgendwelche Computer mit drin rum. Das hatte ich schon mal irgendwo. Da hat der Computermanager die ganze Zeit mitgemischt und das, obwohl alle deaktiviert waren. Keine Ahnung. Ist manchmal schon seltsam. So, es geht einen Tag weiter und der Part geht zu Ende. Und deshalb sage ich hier an der Stelle schon mal danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es dann im nächsten Pflichtspiel und mit dem Training und so weiter weitergeht. Nächstes Pflichtspiel ist übrigens gegen Homburg. Das wird auch nochmal ein interessanter Kick. Ich glaube, das ist auch ein Gegner, den wir schlagen können.
Und ja. Erstmal danke, dass ihr zugeschaut habt. Klickt beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es heißt, Nick frei zockt Fußballmanager 14 im Mikromanagement ohne Stärke und Talent. Mit manchmal Talent, manchmal sieht man es, manchmal sieht man auch die Stärke. Aber für die Bugs kann ich nichts. Also machen wir einfach weiter, als wären es normal so. Und ja, in der Regionalliga Südwest mit Wormatia Worms und nach unserem ersten Sieg. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.